Mehr als 40.000 Zuschauer im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Na da, schau her. Fußball ist wieder angesagt in Österreich. Im Schatten des deutschen Nachbarns gilt es für die Rot-Weißen, Belgien abzuschütteln in diesem richtungsweisenden Spiel. 7 der 22 Startspieler hier verdienen ihr Geld in der Bundesliga. Allein bei der Auswahl der Alpenrepublik ist es ein Quintett zu Beginn. Die Gäste aus Belgien in den dunklen Trikots, die müssen gewinnen, um ihre Chance auf die Qualifikation zur Europameisterschaft 2012 zu wahren. Beide Mannschaften mit nur 2 Ü30-Spielern. Der deutsche Jugendtrend findet europaweit Nachahmer. Die Roten Teufel, die belgische Auswahl mit der Flanke Defoe, eine Bogenlampenflanke mitten hinein ins Herz der Österreicher. Axel Witzel, einer der Jungen, mit dem frühen 1:0 für Belgien in der 6. Minute. Witzel, Mittelfeldmann von Standard Lüttich. Und das ist sein Trainer, Bondscoach Lekens. Die Österreicher noch ungeschlagen in der Qualifikation, völlig unsortiert. In der Mitte steht zwar Ogunjimi, Nummer 9 im Abseits, aber das Passiv. Der Torschütze Witzel dagegen nicht. Und am Ende der langen, langen Fehlerkette der Hausherren, da ist Torhüter Jürgen Macho. Die Abwehr, eine Fehlerkette, und Axel Witzel in Abwesenheit von Teamkollege Fellaini. Nicht nur der Torschütze, sondern auch der Mann mit der schönsten Frisur. Das erste Heimgegentor in der Qualifikation für Österreich. Aber auch beim 4:4 Wahnsinn im Hinspiel hatte Belgien geführt. Dann dieser Patzer auf der Gegenseite. Daniel van Beuten und Marco Janko. Die Chance zum Ausgleich. Janko war fraglich gewesen wegen einer Bänderdehnung. Der Kapitän spielt mit Schiene, weil seine Hand gebrochen ist. Janko, der für den Duisburger Meierhofer ins Team gerutscht war. Hier zögert er zu lang, viel zu lang. Und im belgischen Tor Simon Mignot. Es ist sein Länderspieldebüt. Die Belgier verteidigen jetzt tiefer stehend. Österreich sucht die Lücke im Abwehrsystem. Flanke von Fuchs an Nautovic. Vincent Kompany schlampig. Und aus der Distanz Ekrem Dak. Der Außenverteidiger von Beşiktaş Istanbul. Und es ist die nächste gute Tat des belgischen Neulings zwischen den Pfosten. 14. Minute. Es ist durchaus Musik drin in dieser Partie. Österreich mit den Bundesligaspielern Fuchs, Pogatetz, Alaba, Arnautovic und Harnik in der Anfangsformation muss sich hineinkämpfen in dieses Duell. Alaba. Und dann Julian Baumgartlinger, sein Schuss abgefälscht. Und das macht ihn so gefährlich. In der 37. Minute immer noch führt Belgien mit 1:0 in Wien. Kompany gibt dem Ball mit seinem Bein die Richtungsänderung. Vincent Kompany, früher HSV, jetzt Manchester City, ist auch der Protagonist in dieser Szene. Sein Foulspiel gegen Junuzovic, gelb für Kompany, der damit am Dienstag gegen Aserbaidschan gesperrt sein wird. Und das völlig zu Recht. An der Seitenlinie Österreichs Trainer Dietmar Constantini. Er liegt hinten zur Pause. Zweite Hälfte, beide Teams ohne Wechsel. Österreichs Marc Janko mit dem Ballverlust und Belgien mit dem Versuch, erst flott umzuschalten. Aber mit der 1:0-Führung im Rücken lässt sich das Ganze natürlich auch gemächlicher angehen. Ballbesitz verhindert zumindest ein Tor auf der anderen Seite. Dann aber Nazer Chatli und der erste Torschuss. Nach dem Seitenwechsel, er gehört den Belgiern, 49. Minute. Nur 60 Sekunden später, die Gäste, wie schon in der ersten Hälfte, sind schneller in diesem Spiel drin.
Laurent Simard. Die Flanke in der Mitte, Axel Witzel. Belgien führt 2:0 in der Und wieder, wie schon beim 1:0, ist Axel Witzel von Standard Lüttich der Torschütze. Jürgen Macho ein zweites Mal geschlagen. Es war die zweite belgische Flanke an diesem Abend. Und es folgt das zweite Gegentor für Österreich. Witzel, den haben die Österreicher bei der Mannschaftsbesprechung wohl völlig vergessen. Auch Harnik nur mit Alibi, Abwehrarbeit. Österreich droht die erste Niederlage in der EM-Qualifikation. Die 54. Minute, die ersten Auswechslungen, besonders interessant für den gehandicapten Kapitän Marc Janko, kommt ein Zweitligaspieler, Stefan Meierhofer, mit 2,2 Meter, das längste Zebra von Pokalfinalist MSV Duisburg. Die Austria, sie braucht Tore und auf der Tribüne einer, der weiß, wie es geht, Österreichs Rekordtorschütze Anton Toni Polster. Die Offensivbemühungen seiner Rot-Weißen aber bleiben Stückwerk. Bis zum ersten Torschuss in der zweiten Hälfte dauert es bis zur 67. Minute. Yassin Pildivan von Rapid Wien, eingewechselt für David Alaba. Immerhin so etwas wie ein Hauch von Torgefahr im Ernst-Happel-Stadion. Die Fans der Gäste aber können sich nach einer Anspannung auch wieder entspannen. Das Spiel plätschert dahin und das ist gut für Belgien. Österreich enttäuschend in Aktion, aber auch in Reaktion. Witzel, Marvin Ogunjimi, der wird aber zurückgepfiffen, denn der Stürmer steht einen Schritt im Abseits. Korrekt entschieden vom russischen Gespann um Schiedsrichter Besborodov. Zeit, das belgische Nationalgetränk schon mal zu genießen. Österreich, bisher ja die Mannschaft der späten Treffer in dieser Qualifikationsrunde. 6 von 9 Toren haben sie in den letzten Minuten erzielt. Hier und heute aber nahezu chancenlos. Belgien spielt die Führung sicher runter. Jan Vertonghen im Vorwärtsdrang, energischer als sein Gegenspieler. Der Abschluss aber auch hier harmlos. Das Ganze in der 82. Minute. Die Euphorie ist dahin. Stuttgarts Martin Harnik, Duisburg Stefan Meierhofer und der völlig abgemeldete Bremer Marco Arnautovic. Diese Gesichter sagen alles aus. Und wir springen in die letzte Minute der regulären Spielzeit. Der Ball kommt nochmal zu Martin Harnik. Mignolet, ein tadelloser Debütant im belgischen Gehäuse. Erst in der 90. Minute haben die Österreicher ihre beste Gelegenheit der zweiten Hälfte. Bezeichnend für die Leistung der Austria. 3 Minuten Nachspielzeit. Und der Abpfiff. Axel Witzel, doppelter Torschütze für Belgien. Der Mann mit der Nummer 10. 1500 Fans sind mitgereist. Und das ist die Enttäuschung. Pogatetz von Hannover 96. Österreich am Boden. Die Austria unterliegt hochverdient mit 0:2 im eigenen Stadion gegen Belgien. Marco Arnautovic ohne auffällige Szene. Und die Roten Teufel, die waren ihre letzte Chance auf, sagen wir mal, zumindest den zweiten Platz in der Gruppe A und mögliche Relegationsspiele. Und es ist ja im Übrigen auch ein schönes Resultat für die deutsche Mannschaft von Joachim Löw. Denn Österreich verliert jetzt den Kontakt zu Rang 1. Und die Konkurrenten im Schatten des DFB klauen sich gegenseitig die Punkte. Was war das für eine Stimmung zu Spielbeginn? Die ist jetzt dahin. Belgien feiert diesen 2:0-Erfolg in Wien.